Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Habt ihr mich vergessen? Ich hoffe nicht, Leute. Oh man, ihr hört vielleicht noch ein bisschen, ich bin noch ein bisschen krank. Ich habe jetzt eine Woche lang kein neues Video aufgenommen. Ich hatte ja ein bisschen JPB zum Glück vorproduziert, deswegen kam jeden Tag noch ein Video online. Aber ich habe jetzt über eine Woche irgendwie knapp nichts aufgenommen. Hilfe, Leute, es fühlt sich komisch an. Aber ich bin wieder zurück. Ich habe unglaublich viel verpasst. Die Liste ist länger als alles andere in meinem Leben, ja. Und ich freue mich aber mit euch hier zusammen jetzt die ganzen Sachen aufzuholen. Und schreibt mir bitte auch noch immer hier unter dieses Video, was ich alles verpasst habe. Ich habe gefühlt 10 Millionen Lieder verpasst, 10 Millionen Videos, die ihr mir auf Instagram auch geschrieben habt. I am sorry, Leute. I am sorry. Und auch wenn ich jetzt die letzten 1-2 Tage auf Instagram oder auch an die Leute, die meine Nummer haben, auf WhatsApp nicht geantwortet habe. Ich habe ein neues Handy, das ist noch nicht da. Also ich kann es auch nicht zeigen, weil es noch nicht da ist. Und ich hatte mein altes Handy aber schon an einem Kumpel verkauft. Deswegen habe ich jetzt 2 Tage lang kein Handy, was auch noch echt schlimm ist, Alter. Ich bin krank, habe so viele Sachen verpasst, hatte 2 Tage jetzt kein Handy. Hilfe, Leute. Wie schaffe ich es zu überleben? Ich weiß es auch nicht. Aber wir sind back, wir schauen uns jetzt erstmal, ja. Märchen der Asozial an, Feed Kelly von Ju. Die Mirror Run Challenge habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe keine Videos mehr angesehen, wo ich dachte, hey, die schauen wir zusammen an. Auch wenn ich eine Woche Zeit hatte, habe ich nichts alleine angesehen. Ich habe nicht gecheatet, Freunde, ich habe auf euch gewartet. Mirror Run Challenge wird es auch noch diese Woche geben. Aber das habe ich jetzt hier vorgeschoben, weil sich das mehr Leute gewünscht haben, ja. Ich möchte gar nicht so viel labern, Leute. Ich würde sagen, wir schauen direkt rein. Es tut mir leid, aber ich war krank, deswegen habe ich nichts geschafft. Hilfe. So, ich freue mich hier wirklich drauf, weil es haben extrem viele vorgeschlagen. Es hat extrem viele Aufrufe und alle haben gesagt, das ist extrem lustig, ja. Mehr weiß ich noch nicht. Ich habe auch immer brav im Umgeklickt zum Beispiel, schaue ich auch sehr gerne, als irgendwelche Videos angeklickt wurden, wo Simon meinte, yo, schauen wir uns jetzt an, habe ich ausgemacht und habe ich mir in der Wiederholung das so geskippt, dass ich das nicht sehe, Leute. Also, es war eine harte Zeit für mich, Alter. Es war eine harte Zeit für mich. Glaubt mir, wenn man als YouTuber krank ist, ist es nicht cool. Ja, Märchen asozial, Feed Kelly. Ich denke, hier werden Märchen in asozial dargestellt mit Kelly. Gut, Freunde, wir schauen rein. Ich freue mich drauf. Oh, ich hab's vermisst. Ich hab's so vermisst aufzunehmen, Leute. Ihr wisst es gar nicht. Aber ich hatte Fieber, ich konnte nicht aufnehmen. Ich hab's echt vermisst. Oh, los geht's, Alter. Endlich wieder. So lange nicht mehr aufgenommen, Mann. Oh. Okay, Grimms Märchen. Märchen Mixtape. Brüder Grimm sind auch gute Freunde von mir tatsächlich. Es war einmal ein junger Mann namens Erlfried Eichelhardt von Sack. Da er allerdings so einen bescheuerten Namen hatte und ständig ein siffiges rotes Supreme-Hütchen trug, nannten ihn alle nur Rotkäppchen. Eines Tages brachte es Bier und Börek zu seiner Großmutter, denn die war damn sick. Doch auf dem Weg dorthin begegnete es dem großen bösen Wolf. Bruder, was los? Bruder, muss los? Wohin denn, mein Junge? Großmutter, frag nicht so dumm. Ey, da hinten sind so Blumen mit so. Ey, Digga, das ist gut, Alter, das ist gut. Bruder, was los? Bruder, muss los. Gut wäre gewesen, wenn jetzt irgendwo die alte Oma gewesen wäre, so auf Klo. Bruder, muss groß, Alter. Großmutter, frag nicht so dumm. Ey, da hinten sind so Blumen und so ein dreckiger Scheiß. Bin deiner Oma, paar von denen. Das Grünzeug kommt immer nice. Korrekt, danke. Wo sollen hier Blumen sein? Hier sind nur Äste und Cola-Dosen. Na egal, ich geh jetzt erstmal Taschengeld bei Oma holen. Oma, was geht? Zu spät. Warum sind deine Ohren so groß? Damit ich besser höre, was los? Warum sind da? Oha, ey, das ist echt gut, Alter. Oh Mann, das ist echt gut. Digga, das ist echt gut, Alter. Und John spielt die Rolle auch wirklich gut. Die Doppelrolle. John spielt ja den Wolf, der die Oma spielt, Alter, ja? Also das ist ja doppelte Trickster. Boah, das ist cool, Mann. Das ist cool. Zu spät. Warum sind deine Ohren so groß? Damit ich besser höre, was los? Warum sind deine Augen so rot? Ich hab den halbweitigen Smoke. Warum sind deine Hände so groß? Damit ich schneller fappe, mein Sohn. Warum hast du so einen großen Mund? Damit meine Rap-Lines krasser flohen. Alle meine Bassen, Mister, schaff ich deine Zähne. Und die lässt sich wesentlich vor keine Fehler. In jede Lines, buch wie mein Feld. Denn ich hab meine Gene, erklär dir gerne meine Pläne. Denn du kannst keinen mehr erzählen. Ja, hier im Wald, wenn Dinge anders geregelt ist, weil aber jeder gefressen, dann gibt es keine Probleme. Okay, man versteht kein Wort. Aber ey, das ist echt gut, Mann. Mir gefällt das voll, Mann. Boah, Leute, ich habe so viele Videos vermisst anzuschauen, Alter. Oh, Hilfe. Ich hab 7 Geißlein oder 3 kleine Schweinemänner. Ich bin der Wolf und mein Atem ist einfach länger. Jeder weiß von mir ein Finger, aber dein Style aus. Ich passe das hier mit deinem peinlichen Outfit. Deine Oma war der Anfang, jetzt hast du Kleine verpust. Was willst du machen, denn ich stehe bei Peter unter Schuss. Oma, sag mal, wisst ihr, ist ein Börek oder nicht? Ja. Es war einmal eine Königin, die innerlich nicht ganz so stable war, wie sie sich äußerlich gab.
Nein. Boah, wer ist diese Stimme, Mann? Ich kenne die Stimme auch. Wer ist das? Eine Königin, die innerlich nicht ganz so stable war, wie sie sich äußerlich gab. Spieglein, Spieglein an der Wand. Was denn los, Mann? Wer ist die Schönste hier im Märchenland? Weiß ich nicht. Müsste ich nachgucken. Ach, wie lang soll ich noch warten, Mann? Was glaubst du, wen du hier verarschen kannst? Oh. Alles klar, die Hübscheste seid auf jeden Fall ihr. Nach Schneewittchen hier, denn die ist praktisch tausendmal schöner und besser frisiert. Wow. Wie bitte, was? Nein, nein, nein. Thomas, alter Ehre. Ich sollte die Hübscheste im Märchenland sein. Jo, ist halt so, mach dir keinen Kopf, aber brauchst du mich noch? Oder kann ich jetzt weiter gucken? Sind wir durch? Gerade spielt FC Märchenwald gegen BSC Ritterburg. BSC Ritterborn ist auch mein Lieblingsfeind tatsächlich, wissen viele nicht. Boah, ich habe damals auch voll viele Märchen geguckt, Alter. Dings, wie hießen die? Wie hießen die eine Serie, Leute, die jeder geliebt hat? Oh, Mann. Grimm. Mit dem Buch. Grimm. Mann, wie heißt das? Die Serie, die jeder geliebt hat. Grimm, die zwei kleinen Drachendinger da, die aus dem Buch rauskamen und in das Buch gedingst sind und dann waren sie in jeder Folge in einem anderen Märchen. Ja, so heißt die Serie, glaube ich. Wenn er mal los. Schneewittchen, du kleine dumme. Fernab des Schlosses, hinter den sieben Bergen. Ey, das Kostüm ist aber voll gut eigentlich. Zwergen. Ja, wer seid ihr denn? Ich bin der John. Ich bin Jolene. Ich bin der John. Oh, voll süß, Digga. Wie witzig, ihr seht ja alle gleich aus. Kann ich bei euch pennen? Och, meistens diese Kleinigkeiten, Alter. Och, Mann. Und John muss echt öfter mitspielen wieder. John ist immer echt so ein, jemand, den man einfach in die Wand kneifen möchte. Ja, mehrfach. Klar. Cool. Und Schneewittchen lebte viele, viele, sagen wir mal Monate, bei den sieben Zwergen im Walde. Bis zu jenem schicksalhaften Tag. Dann wollen wir Schneewittchen noch mal einen Besuch abstatten. Ah, sorry. Ich habe gerade noch frischen Kaffee für die Jungs gemacht. Jokern, nicht rein? Nein. Mein Kind, ich habe dir diesen roten Apfel mitgebracht, weil du so lieb bist. Super nett, aber ich hab nur Eurythmitis. Diese krumme Frucht hier im gelben Gewand. Sorry, nein, fruktoseintolerant. Oh, das sind ja nur ein Tadel, Alter. Tadel ist doch auch fruktoseintolerant, kann das sein? Ich weiß noch damals, falls hier irgendwelche OG-Zuschauer am Start sind bei TTT, gab es immer lustige Szenen, dass die Leute Tadel mit so einer Melone und so gejagt haben, Alter. Boah, das waren schöne alte Zeiten. Brot ist doch wirklich kein Problem. Geht nicht, weil Gluten. Same, Digga, same. Ich geb dir eine große. Bruder, Laktose. Erdnüsse, jetzt oder nie? Nie, wegen Nussallergie. Börek. Oh, Börek. Börek würde ich nehmen. Börek ist Ehre. Danke. Jetzt ist auch Gluten drin, Alter. Muss los, Digga. Schneewittchen? Oh Mann, John ist so süß. Ja, ich liebe John. Einen neuen Kaffee gemacht. Trink den Kaffee nicht. Kann ich schnell haben? Ja, nimm ruhig. Trink. Es war einmal ein Junge John. Namens Hänsel und ein Mädchen namens Gretel. Die wurden von ihren Eltern in den großen, dunklen Wald geschickt, um dort ihr Glück zu finden. Alles klar, Kinder, wir sind am Golfstrand, ne? Aber Papa... Nichts, Papa, wir lassen euch den Urlaub verderben. Ehrenmann, Alter. Die beiden Kinder gingen tiefer und tiefer in den Wald hinein, ließen jedoch eine Fährte aus Krumen zurück, sodass sie denn einst den Weg wieder nach Hause finden mögen. Das jute Barek. Es wurde später. Ich schwöre, das Video ist einfach 10-mal besser durch John geworden, ja? 10-mal Minimum. Vielleicht sogar 10,25-mal. Und kälter. Und der Hunger nagte sehr an ihnen, als sie plötzlich eine Pommesbude zwischen den Bäumen erblickten. Boah, Special Effects, Alter. Hungrig und hastig fingen die Kinder nichtsahnd an, die Pommes vom Tresen zu snacken. Ey, Finger weg von dem Frieden, ihr Missets! Das war der Wind. Das himmlische Kind. Wollt ihr mich verarschen? Vergiss es! Der Club war Klaus, war Klommes, doch nur an deiner Pommes. Ich muss...
Digga, auf safe Hänsel und Gretel ist das Beste. Hänsel und Gretel ist das Beste. Boah. Allein schon die Optik irgendwie, also statt so einem Knusperhaus eine Pommesbude und die snacken einfach so die Pommes da weg, schieben sich das da rein und dann kommt der Pommesbudenmeister raus und sagt, ey, Finger weg im Besitz. Boah, ey, das ist echt gut, Mann. Das sind so viele kleine Details drin. Diesen zu snacken. Ey, Finger weg von dem Frieden, ihr misset. Das war der Wind, das himmlische Kind. Wollt ihr mich verarschen? So esse ich übrigens auch immer, ja. Klaus war Klommes, doch nur an deiner Pommes. Ich muss ne Menge Rechnungen bezahlen. Für Ume Essen frisst meine dreckigen Sandalen. Wir haben so schlimmen Hunger und auch so miesen Brand. All unser Berät verstreut und uns trotzdem verrannt. Das vergütet ihr mir, ihr kleinen Flaschen. Jetzt rein mit euch, ihr könnt gleich den Abwasch machen. Hände und Krebs. Ja, Mann. Turn the volume up, man. Es war so finster und auch so bitterkalt. Maul halten! Hänsel und Gretel. Hänsel, wir müssen hier abhauen. Aber wie? Hast du eine Idee? Ey, ich schwör's, Mann. Ich wünschte, Ju und John würden ihr Leben lang diese Perücken tragen, Alter. Einfach ihr Leben lang. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Extrablatt! Brandstifte, Kinder weiterhin auf der Flucht! Extrablatt! Extrablatt! Warum mache ich das eigentlich? Ist eh niemand hier. Wo? Stöperik! Es war einmal eine... Oh, ich glaube, Hänsel und Gretel kann nichts mehr toppen. Also von mir aus, Hänsel und Gretel war das Beste bis jetzt auf jeden Fall, Mann. Auch einfach wegen dem freshen Sound, Mann. Aber auch wegen den Kostümen. Also Hänsel und Gretel war bis jetzt das Beste. Jetzt haben wir noch Dornröschen. Dornröschen, muss ich sagen, habe ich nie wirklich geguckt. Keine Ahnung, habe ich mich nicht für interessiert. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ist die Story von Dornröschen? Ist es das, wo sie schläft, weil sie sich an der Spindel gestochen hat? Und dann muss sie geküsst werden oder so? Ich glaube, das ist Dornröschen, aber hat mich nie so wirklich gejuckt, irgendwie, keine Ahnung. Hänsel und Gretel ist Classic, Mann. Aber was war so mein Lieblingsmärchen? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, also Hänsel und Gretel war schon echt oben dabei, so. Und sonst, Simsalagrim hieß das. Oh, Simsalagrim. Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht. Im Hinterkopf, Alter. Simsalagrim heißt es. Ah, ja, aber sonst hatte ich kein Lieblingsmärchen, glaube ich, so richtig. Sieben Zwerge, Schneewittchen habe ich halt auch gerne geguckt. Ja. Wunderschöne junge Königstochter. Und ja, muss man sagen, so sehr schön. Märchenball, wenn also, jemand wunderschön und adelig ist. Es gibt eine Menge Probleme. Pass auf, mein Kind. Nicht, dass du dich an der Spindel stichst. Die Spindel. Was ist denn eigentlich eine Spindel? Bruder, kein Plan. Da kann man sich doch gar... Das kann nur John so trocken rüberbringen, Alter. Boah, Ehre. Gar nicht dran stechen. Und Dornröschen fiel okay. In einen 100-jährigen Schlaf. Einfach so das iPhone da liegen, Leute. Einfach so das iPhone liegen. iPhone X. Einfach so... Warum nicht, auch irgendwann die Putzfrau und der Gärtner nicht mehr kamen und dichte Rosenranken das Schloss verschluckten. Eines Tages aber bahnte sich ein junger, stattlicher Prinz seinen Weg durch die Dornenhecke. Ist das so ein Staubkehrer, den er da hat? Stattlicher Prinz. Das ist so ein Staubkehrer. Heißt das Staubkehrer? Was ist das, was ist der Name davon? Handfeger und Schaufel. Ah, Schaufel. Seinen Weg durch die Dornenhecke. Oh, er ist richtig. Juice ist richtig. Ui. Fancy aus, Alter. Ui. Hallo? 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 Pep. Hä? Einfach Nase zu halten. Irgendwann muss sie aufwachen. Hä? Eigentlich richtig schlau, Digga. Eigentlich richtig schlau. Ein bisschen gefährlich und du könntest sie vielleicht umbringen. Aber gute Nebenwirkungen gibt's immer. Einfach Nase zu halten, bis sie aufwacht. Hallo? Ich habe alles versucht. Ey, ich muss immer Props geben. Ich hab den Namen noch nicht drauf. Andi, glaube ich. André oder André. Auf jeden Fall der Neue. Ich liebe ihn, Alter. Ich liebe ihn. Hier in diesem Video ganz besonders, Alter. Er ist so vielseitig einsetzbar und er ist einfach... Ich weiß nicht, er passt perfekt rein. Genauso jemand hat gefehlt. Genauso jemand hat im Team noch gefehlt.
Wer bist du? Ich bin eine gute Fee. Seit wann haben Prinzen gute Feen? Wir haben jetzt einen Gleichstellungsbeauftragten. Es wird sich noch einiges ändern hier, sag ich dir. Egal, was gibt's? Wie erwecke ich die Prinzessin? Ist schon sexuelle Belästigung irgendwie. Ja, Mann, also musst du aufpassen, was du sagst. Ein, streckst erstmal die Zunge in den Hals. Schon ein bisschen pervers. Was dann? Rappen? Na, das wäre doch mal was total Neues und Innovatives in diesem Video. Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf. Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf, Stimme auf. Ich glaube, viel schwerer war es für Kelly die ganze Zeit, regungslos da zu sitzen. Genau bei solchen Szenen. Kelly muss da einfach so alles ausblenden und richtig stur, stumpf bleiben. Nicht mit der Wimper zucken und so einfach richtig... Sie muss vielleicht... Haben sie wirklich irgendwie... irgendwelchen Mitteln ein bisschen... ich weiß ja auch nicht. Aber das war, glaube ich, echt schwer, Mann. Das hätte ich nicht hinbekommen, Mann. Gerade bei so einer Szene hier. Nee, hätte ich nicht hinbekommen. Ich hätte einfach angefangen zu lachen. Scheiß auf die Szene, Alter. Scheiß auf die Szene. Auf, Stimme, auf, Stimme, auf, Stimme, auf. Stimme, auf, Stimme, auf, Stimme, auf, Stimme, auf, Stimme, auf, Stimme, auf, Stimme, auf. Ja. Du volles Haus, du gesehen, was abgeht und... Ey, das ist das, was ich meine, Alter. Der neue ist echt geil, Mann. Ich möchte da auch bitte 3 Kinder an dieser Stelle von dir haben, ja? Vielleicht auch 4, aber du kennst ihn noch nicht so gut. Du volles Haus, du gesehen, was abgeht und in dem Garten. Und in dem Garten? Was ist bitte für ein Handy? Unten im Garten, Freunde? Hast du gesehen, was abgeht unten im Garten? Unten im Garten? Was ist bitte für ein Handy? iPhone minus 3? iPhone minus 3? Ich stimme auf, sonst kriegst du Hämorrhoiden ohne Scheiß. Ohne Scheiß? Oh, ohne Scheiß? Sonst werf ich den Hammer von Thor. Den Hammer von Thor? Ey, was bist du für eine Olle? Du denkst, du bist so gut für die Prinzenrolle? Mit Cremefüllung. Sag mir nicht so müde, ich hab ein Energy Drink und ein doppelter Espresso. Espresso. Das ist ja echt übel und nervig, da kriege ich Plack. Ist echt so. Ist echt so. Oh. Ich wunderschöner Sprechgesang entriss mich meines tiefen Schlafes. Was ist das für eine fremdartige und wohlriechende Speise? Burek natürlich! Ich schätze, dass mir dies nicht munden wird. Hey Siri, such schlafende Prinzessin in meiner Umgebung. Und wenn sie nicht nee, das macht keinen Sinn. Oh, Alter, was war das für ein Alter, erstmal Props des Todes, Freunde. Wir schauen uns hier immer das Auto noch an. Für alle, die jetzt wegschalten wollen, was ich verstehen kann, Ehrenkuss geht raus, Freunde. Lass gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Auto noch an und kommen zu einem Endfazit, weil das Video war echt geil, Mann. Boah, das Video war echt geil, Leute. Kuss. Scheiße. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch die neue Interpretation der Märchen gefallen hat. Schreibt. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich brauche davon einen 2., 3., 4., 5. Teil. Und gerne auch, nicht nur mit Märchen, sondern auch mit vielleicht, ich weiß nicht, allgemein älteren Serien oder so. Keine Ahnung, ob man da irgendwas machen kann, aber daraus bitte eine Serie machen, ja? Danke. Irgendwas. Hallo. Hi. Und falls ihr noch ein bisschen eurer Zeit investieren wollt in vielleicht einen Daumen nach oben, wäre, hey, schon wäre passiert. Das okay. Ich kann es nicht machen, ist schon passiert. Neben sorry, den Mann. Guten alten Märchen von den Gebrüdern Grimm, die jeder von uns vom Einschlafen mal bestimmt vorgelesen bekommen hat oder so, muss ich auch noch mal ein ernsteres Wort dalassen. Ist es nicht schön, dass solche Geschichten, Bilder, Musik und so weiter durch diese Plattform, durch unsere Generation und durch das Internet niemals in Vergessenheit geraten können? Und dann gibt es noch so einen 63er Axel Voss, der ohne das Internet aufgewachsen ist. Anti-Ehremann, Alter, Anti-Ehremann, Freunde. Übrigens, diese Woche Samstag ist es soweit, ja. Diese Woche Samstag, 23.03., die Demo findet statt. Ich bin in Hamburg, diese Woche Samstag in Hamburg. Bin ich am Start? Kommt vorbei, Leute. Demonstriert. Wird sich vielleicht genauso wenig angesprochen von den neuen Medien wie wir von den alten und versucht auf Biegen und Brechen und Erbrechen eine Reform durchzuboxen, die von Millionen in Deutschland lebenden Menschen nicht vertreten werden kann. Der so etwas hier nicht befürwortet und behauptet, dass YouTube und damit wir alle unser Geschäftsmodell auf dem Eigentum anderer Leute aufgebaut haben. Doch wir werden unsere Meinung einfach weiter vertreten. Wir haben das Recht auf Meinungsfreiheit und deswegen werden wir auch in einer der europaweiten Demos gegen Artikel 13 am 23.03.2019 teilnehmen. Ich werde mit meinem Team an diesem Tag in Köln dabei sein und Ehre. Ich würde mich sehr freuen, wenn so viele Menschen an diesem Tag auf die Straße gehen und... Wie gesagt, Freunde, kommt vorbei, auch wenn ihr denkt, als ob es eine Person mehr da ist oder nicht, macht es ja keinen Unterschied. Wenn jeder so denkt, dann kommt keiner. Also kommt einfach vorbei am 23.03., schnappt euch euren besten Freund. Ich werde auch mit ein paar anderen Leuten, mit Caesar werde ich mich treffen und da werden wir dann ein paar Stunden am Start sein. Kommt vorbei, Freunde, ja? Kommt bitte vorbei. Es ist wirklich, es liegt mir persönlich auch am Herzen, ja?
Also, am Herzen liegt es direkt an, tatsächlich, ja? Ihr könnt das nicht sehen, weil ich ein Shirt anhab, aber ihr wisst, was ich meine. Ihre Stimme erheben. Lasst uns weiter ein Zeichen setzen und der Generation X zeigen, wie stark wir gemeinsam sind und wie wichtig die Stimme des Volkes ist. Wenn ihr nicht in Köln dabei sein könnt, findet ihr im Internet alle Städte, die mitmachen. Ich empfehle euch die Seite savetheinternet.info, falls ihr nochmal Dinge nachlesen wollt. Ich verlinke es euch. Viele wissen nicht, auch in der Schweiz ist eine Demo, auch wenn die Schweiz davon nicht betroffen ist. In der Schweiz ist auch eine Demo, weil die Schweiz eben auch weiterhin deutschsprachige YouTube-Inhalte konsumieren möchte. Ja? Also Schweiz auch am Start, Freunde. Ansonsten deutschlandweit, wie gesagt, in Polen gibt es auch ein paar Demos. Schaut gerne vorbei, Freunde. Ja, das waren jetzt die netten Worte von Ju. Die letzten 10 Sekunden geben wir uns auch noch. Auch nochmal unten in der Beschreibung. Und natürlich nochmal vielen Dank an dich, Kelly, dass du mitgemacht hast bei so einem dämlichen Video. Ehren, Kelly. Und ja, ihren Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann wieder, ja, irgendwann. Keine Ahnung. Okay, Freunde. Kurzes Endfazit hier. Ein sehr cooles Video mal wieder von Ju. Mal wieder was richtig Frisches, was Neues. Und ich möchte jetzt schon bitte mehrere Teile davon haben. Also Ju, falls du dieses Video sehen wirst, erst einmal verdanke ich dir sehr viel in meinem Leben, sehr viele Stunden, die du mir an Spaß und Unterhaltung gegeben hast. Und ich würde mir echt wünschen, davon noch mehr. Märchen asozial, gerne 2 oder 3 Teile, aber gerne auch alte Serien in asozial, wenn man da irgendwie was umbauen kann oder keine Ahnung, Märchen gibt es ja noch enorm viele, ja, es gibt noch enorm viele Märchen. Aber irgendwas in asozial, das war echt cool, Mann. Es war gut umgesetzt, es hat Spaß gemacht zuzuschauen und da kann man bestimmt irgendwie noch das erweitern auf andere Sachen. Ich möchte da auf jeden Fall mehr von sehen, ja. Danke. Gut. Freunde, schreibt mal rein, wie ihr es fandet. Welches fandet ihr am besten? Ich fand auf jeden Fall am besten Hänsel und Gretel. Da kommt nichts dran, meiner Meinung nach. Aber vielleicht fandet ihr was anderes besser. Schreibt mir das gerne rein. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, wenn ihr Lust habt. Kein Muss an dieser Stelle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute auf jeden Fall noch bei einem weiteren Video. Ich habe echt viel nachzuholen. Und ihr seht, ich bin heiß wieder, was mir anzusehen, Alter. Es macht einfach Spaß, wieder aufnehmen zu können, ja. Gut, Freunde, schreibt mal rein, was ihr sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute noch bei einem weiteren wunderbaren Video, ja? Freunde, falls ihr jetzt noch mehr sehen wollt, kommt ihr hier zu meiner Julian Bam Playlist. Dann könnt ihr direkt alles in euch reinfuttern, was mit Julian Bam zu tun hat. Ansonsten hier oben ein wunderbares Video, nur für dich empfohlen. Am Ende grüßt wie immer einmal die Ehrenleute, Adidas 020, Edoras, Philipp Easy und den netten Letten. Freunde, bleibt fresh, bleibt gesund und ja, wir sehen uns. Ciao.